Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. USS Constitution. Wir sind immer noch bei Pack 6 von 12. Und zwar wollen wir heute die Bauphasen 57 und 59 erledigen, weil 58 kommt ein Beiboot. Aber die 57 und die 59, die passen gut zusammen. Hier haben wir zum Beispiel mal die Holzteile, wo die Teile drin waren. So sahen die mal aus. Hier haben wir dann das Gegenstück und ich habe das Ganze noch einmal mit Eichenmittel nachgebeizt, um das etwas dunkler hinzubekommen. Wird aber noch ein bisschen was nachgearbeitet. Ich habe schon mal angefangen und zwar wollen wir in diesen beiden Ausgaben den Galionsschnabel und den Modellkiel anbringen. Ja, ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe vorne schon mal angefangen. Ihr seht, den sogenannten Galionsschnabel. Man könnte jetzt hier vorne, hier oben, könnte man jetzt auch noch sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, wie sich das alles dann zusammenhält. Bugspriet. Der Bugspriet ist nicht, ich deute das mal mit dem Pinsel an, nicht hier vorne das Teil, wo nachher die Stagen rankommen und so, sondern das ist dann der Klüverbaum. Ja, ich habe das Ganze, wie ihr seht, angebracht. Hier habe ich Bindfaden einfach rumgewickelt, um das auf Position zu halten. Das ist hier jetzt mit Sekundenkleber angeklebt. Hier unten habe ich das einmal mit einem Nagel fixiert. Ich musste auch noch ein bisschen nachschleifen. Deswegen ist auch so ein bisschen die Beize abgegangen. Und das wird natürlich alles nochmal wieder nachgeholt. Und dann, ja, später, wenn das dann alles fertig ist, nochmal lackiert mit farblosem matten Lack. Und dann später hier der obere Bereich ja noch schwarz angemalt. Wir wollen jetzt zusammen, muss ich natürlich gucken, dass ich hier, weil wir jetzt erhöht sind, dass das dann über den Tisch guckt, zusammen die nächsten Teile vom Modellkiel anbringen. Und zwar haben wir hier die aus, das sind noch Teile aus der Bauphase 57. Und dann haben wir hier die Teile aus Bauphase 59 und auch schon mit dem Ruder. Das habe ich dann auch schon vorbereitet, dass ich die Beize, obwohl ich ja jetzt nochmal nachbeizen muss, nicht nochmal wieder aufmachen muss, aber letztendlich wurscht, kriegen wir dann schon hin. Ruder ist nachher nochmal ein gesondertes Thema. Da werde ich mir dann noch was einfallen lassen, weil die Ruderhalterungen sind in Messing gehalten und sollen auch so angebracht werden. Aber ich denke mir, ich werde die Ruderhalterung schwärzen. Das heißt, ich werde sie mit meiner schwarzen Grundierung bearbeiten. Dann kriegen sie so einen schönen schwarzen, matten Ton. Und natürlich auch noch die Nagelköpfe später genauso noch mal mit dem Pinsel nachbehandeln und damit das ein bisschen schöner aussieht. Und die Grundierung sollte halten. Man könnte jetzt auch das Ganze brünieren, schimpft sich das, glaube ich, hat jemand auch eine Frage gestellt, Mario, brünierst du die Kanonen? Die Kanonen muss ich, glaube ich, nicht brünieren, weil die, glaube ich, jetzt bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich habe sie jetzt gerade nicht zur Hand, die sind, glaube ich, schwarz. Ich muss nur nachher gucken, wie die Lafetten und so, welche Farbe die bekommen. Aber ich sag mal so, die werden braun werden. Da habe ich noch so eine schöne Farbe Holzbraun. Und damit werden die dann angemalt. Gut, das soweit. Also brünieren, das habe ich so in der Form noch nie gemacht. Und brauchte ich bis jetzt auch nicht. Und wie gesagt, ich habe ja so eine schöne schwarze Grundierung. Und die hält wie der Teufel, sage ich erstmal. Die hält wirklich gut. Und kann man sogar so lassen, so schön schwarz quasi so lassen. Ich werde euch das teilweise dann noch zeigen können bei den Beibooten. Aber dazu später mehr. Jetzt ja, machen wir eine kleine Umbaupause. Drehen den Pott auf den Kopf. Und dann brauchen wir Sekundenklebergel, weil diese Leisten werde ich mit Sekundenklebergel anbringen. Gut, ihr kommt ran, wir wollen den Modellkiel ankleben. Wie gesagt, den Galionsschnabel, den haben wir ja schon. Und ja, es sieht immer mehr nach einem Schiff aus. Gut, legen wir los.
So, dann wollen wir mal loslegen. Ich musste hier noch ein bisschen abschleifen, weil das hier nicht ganz hundertprozentig gepasst hat mit dem Ausgeschnittenen. So, dann werden wir das mal hier mit einer Klemme fixieren. Ich habe jetzt hier überall schon Sekundenkleber aufgetragen und werde dann immer als Hilfe, dass die Leiste auf Position bleibt, die eine Seite immer mit einem Nagel fixieren. Achtung, Ohren zu. So. Dann kommt natürlich, wird erst wieder eine Passprobe gemacht, ob das dann passen wird. Es wird passen. Und dann werden wir natürlich hier auf die Aussparung auch noch etwas Kleber auftragen. So. Dann haben wir hier die nächste Leiste. Auch hier, so, jetzt habe ich nicht genug Klemmen hier. Ich hoffe, hier in der Schachtel habe ich welche. Jawohl. Wollen wir auch einmal fixieren, festhalten und auch hier wieder einen Nagel rein. Nach achten. So, schön gucken, wo Position, ob die stimmt. So, und so weiter und so fort. Wir müssen hier nur aufpassen, dass vorne eben der Galionsschnabel, dass der rüber guckt und dass wir den nicht abbrechen können. So. Schön in der Mitte den Nagel reinhauen in den Modellkiel. So. Alles andere wird funktioniert dann schon von alleine. So, auch hier, zack, zack, Kleber rauf. Jetzt fällt mir ein, also hier, das ist das letzte Ende, der hat auf der einen Seite ganz achten, keine Aussparung. Da kommen, haben wir nachher das Problem oder die das Anpassen. Dann nachher ganz hinten zum Steven. So. Da müssen wir nämlich nachher was absägen. So, auch hier nochmal eine Klemme. Dass wir hier die richtige Position haben. Und vielleicht da auch noch mal eine ganz hinten. Da könnt ihr gar nicht hingucken mehr. Dann müssen wir hier das Schiff mal ein bisschen verschieben. So, dann werden wir hier hinten auch noch mal die Position fixieren. Und jetzt müssen wir warten. Auf den Garten. Nein. Hier hinten kommt dann, muss ich nachher erstmal schauen, wie rum. Kommt dann hier der Steven noch ran, aber wie gesagt, dafür müssen wir hier vom Kiel nachher was absägen. Eigentlich kann man das auch andersrum machen, dass man erst das Bauteil anbaut und dann was absägt. Ich kann ja noch mal in die Bauanleitung gucken, wie rum sie das hier gemacht haben. Genau, man baut erst normal, klebt man dieses Bauteil erst an und dann das andere, aber das wird dann auf jeden Fall passend gemacht. Oder ich mache den erstmal passend, dann wird der hier angeklebt und dann hier am Ende nachher nochmal abgesägt. So machen wir das. Genau so machen wir das. Ich gucke mir das jetzt einmal an, wo ich ihn absägen muss. Dafür brauchen wir natürlich einen Bleistift, dann können wir das hier anzeichnen. Man kann sehen, das ist gut. Dann wird das Ganze mal mit einem Messer eingekehrt oder gleich einmal komplett durchgeschnitten. Das Messer ist so schön scharf, dass ich das da, also immer schön aufpassen mit dem Messer.
Und siehe da, ja. So können wir das Ganze ankleben. Dann machen wir das mal. Kleben wir den auch schon mal an. So, schön Kleber auftragen. Das ist auch nicht so schlimm, wenn der jetzt ein bisschen was vorbeigeht, weil das Ganze wird ja sowieso mit matten Lack lackiert. So, die Position ausrichten. Wir haben ja hier den Loskiel, wo wir dann hier die Position ja haben. So, vorsichtshalber holen wir natürlich noch eine Klemme oder zwei, damit wir die Position halten. Dann weiß ich nicht, ob das hier unten jetzt auch noch geht. Ne, da geht es nicht. So, ein bisschen warten müssen wir natürlich jetzt. So, hier haben wir das gerade angebracht. Ja, doch, vielleicht kriegen wir hier gleich hier unten noch mal eine Klemme ran. So. Ja, die verschiebt das Ganze so ein bisschen. Das wollen wir ja nicht. So. Ja, denn irgendwann später wird das Ruder ja dann hier nachher seinen Platz finden. Wie genau, weiß ich noch nicht. Das kommt ja in eine späteren Bauphase. Gut, jetzt müssen wir eh warten, bis der Kleber hält. Und dann melde ich mich mal wieder, ne? Danach. Alles klar. So, liebe Leute. Ja, dann haben wir quasi den Kiel alles dran. Ja, ich habe hier hinten dann das letzte Ende abgesägt und nochmal ein bisschen nachgebeizt. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Das können wir auch schon mal umdrehen. Und ja, packen wir das Ganze hier rauf. Und jetzt haben wir auch nachher auch schon eine Basis, von wo wir ausgehen können, wegen dem oberen Bereich, der nachher schwarz angemalt wird. Das waren die Bauphasen 57 und 59. Mensch, ich habe noch was vergessen. Ich wollte euch doch noch mal den Anfang schon mal von den Beibooten zeigen. Ich bin gleich wieder da. Ja, da ist er wieder. Wie gesagt, in den Bauphasen 58 wird ein Beiboot angefertigt. Und zwar in weiß. Also ich habe jetzt hier schon... Die Rohlinge waren natürlich Metallspritzguss oder Zinkdruckguss oder was auch immer das ist. Die habe ich jetzt schon grundiert und zwar in schwarz. Die werden dann nachher, das wird dann nachher weiß angemalt, innen drin wird braun angemalt, dann kommt noch ein paar Holzsachen dazu. Und in Bauphase, jetzt muss ich da erstmal wieder hinscrollen, Bauphase 60. Haben wir denn das zweite Beiboot, auch hier ist schon innen drin schwarz und ihr seht außen schon einmal grün angemalt. Also das wird, da werden dann mehrere Anstriche notwendig sein, also hier dann in grün. Also da bekommen wir dann, so kann man das auch schön sehen, auf dem Schiff einmal ein grünes und ein weißes Beiboot. Ja, das soll es dann aber erstmal für heute gewesen sein. Hier die Fixierung lasse ich noch ein bisschen dran. Ich sehe schon, ich werde auch nachher noch mal ein bisschen nachbeizen müssen. Und ich denke mal, in der nächsten Folge kann ich euch dann das schon mal präsentieren und auch die Beiboote dann präsentieren. Ich denke mal, ich werde eins komplett fertig machen und das zweite dann mit euch zusammen. Also ich denke mal, das kann man vorstellen, dass ich das Weiße schon fertig mache und dann das Grüne mit euch zusammen bastel. So. So mug wie das. Gut, alles klaro. Also ich werde das natürlich schon fertig bemalen. Na, da, sonst müssen wir ja dann immer so lange warten, bis das trocknet. Na, ihr nicht, aber ich. Also, ja, ihr seht, geht langsam vorwärts. Jetzt weiß ich gar nicht, bis zu welcher Bauphase das Ganze geht.
Also mit Bauphase 60 ist dann quasi auch Pack 6 abgearbeitet. Dann gehen wir weiter nach Pack 7. Was wir dann anschließend machen werden, das erzähle ich euch dann nachher im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich bin froh und glücklich darüber, vom Livestream mal abgesehen, dass ich das tatsächlich geschafft habe, 2 Schiffsvideos mit Holzschiff in einer Woche geschafft habe, weil letzte Woche gab es ja keins. Und ja, da bin ich ganz glücklich drüber, dass ich das hinbekommen habe. Gut, ich denke und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen bei der USS Constitution von Model Space. Ja, bleibt neugierig, schaut gerne wieder rein, natürlich auch auf meine anderen Projekte und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.